Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Testen mit Kopf. Viele Saugroboter besitzen eine automatische Lade- und Absaugstation. Dieser hier hat aber sogar die Funktion, den Wischmopp automatisch zu reinigen. Klingt vielversprechend? Die Rede ist hier vom Roborock S7 Pro Ultra. Ob uns das Gerät auch tatsächlich überzeugen kann, siehst du jetzt. Was ist alles im Lieferumfang enthalten? Wir haben hier die Ultrastation inklusive Netzteil, einen Ersatzstaubbeutel, die Bedienungsanleitung und den Roborock-Roboter. Gehen wir nun weiter zu den technischen Daten. Wir schauen uns das Gerät mal ein bisschen genauer an. Hier auf der Vorderseite befinden sich Stoßdämpfer und verschiedene Sensoren, die dem Roboter bei seiner Orientierung helfen. Hier auf der Oberseite, im sogenannten Bumperturm, befindet sich der LiDAR-Sensor. Dieser ist hauptsächlich für die Navigation verantwortlich. Drehen wir den Roboter einmal um und öffnen die Kappe, befindet sich hier der Staubbehälter. Mit dabei ist natürlich ein HEPA-Filter. Dieser filtert auch die feinsten Staubpartikel aus der Luft und ist damit besonders für Allergiker geeignet. Der Behälter hat übrigens ein Fassungsvolumen von 400 ml. Hier auf der Hinterseite befindet sich der 200 ml große Wassertank. Dieser kann natürlich händisch befüllt werden, das ist mit der Ultrastation jedoch nicht mehr notwendig. Wie das funktioniert, sage ich dir später noch etwas genauer. Wir drehen zuerst mal den Roboter um und schauen uns die Unterseite ein bisschen genauer an. Wir haben hier seine beiden Haupträder, das Lenkrädchen, die Absturzsensoren, die Seitenbürste, die Hauptbodenbürste und das Wischtuch. Dieses Mikrofasertuch ist mit einem Klettverschluss und Schiebesystem befestigt. Wie man es abnimmt, zeige ich dir jetzt. Das Wischtuch wird hier einfach hochgehoben und dann zieht man es zur Seite raus. So kann es ganz einfach gewaschen werden. Die darunterliegende Wischplatte kann nicht abgenommen werden. Die Hauptbodenbürste ist wie bei seinen Vorgängermodellen aus weichem Silikon. So können sich keine Haare verwickeln, die sich nur mühevoll entfernen lassen. Außerdem ist sie auch in Einzelteile zerlegbar und wirklich einfach zu reinigen. Kommen wir nun zum interessanten Teil, der Ultrastation. Ja, sie ist groß. Dafür kann sie aber auch sehr viel. Der Roboter wird geladen, der Schmutzbehälter entleert, das Wischtuch wird gewaschen und der Wassertank wird befüllt. Hier befindet sich der Schmutzwassertank, hier der Frischwassertank und hier unter bei der 2,5 Liter große Staubbehälter. Möchte man den Staubbeutel wechseln, so kommt man mit dem Staub überhaupt nicht in Berührung. Auch das ist wieder ideal für Allergiker. Hier befinden sich die beiden Ladekontakte, mit denen der Akku des Roboters geladen wird. Der Akku des Roboters ist natürlich fest verbaut und kann nicht einfach so entfernt oder ausgetauscht werden. Hier hat man sich um ein schnelles Aufladen gekümmert. Der Roboter fährt mit 19% Restakku in seine Station und ist nach etwa 3,5 Stunden auf 100% geladen. Mit voller Akkuladung und auf normaler Saugstufe kann er dann 3 Stunden saugen. Das entspricht einer Fläche von etwa 280 Quadratmetern. Hier wird das Wischtuch gewaschen. Diese Bürste bewegt sich hin und her. Auf diese Weise wird der Schmutz vom Wischtuch entfernt. Zusätzlich wird es stets mit frischem Wasser durchgespült und dieses Wasser landet dann im Schmutzwasserbehälter. Dieser hat übrigens eine Gummidichtung, sodass stets schlechte Gerüche im Behälter bleiben. Aus Hygienegründen wird dennoch empfohlen, diesen regelmäßig zu leeren. Diesen Behälter auszuleeren ist grundsätzlich schon keine schwierige Sache, aber Roborock hat sich hierzu eine ganz besonders komfortable Variante einfallen lassen. Hält man den Behälter nämlich kopfüber, so rastet der Deckel hier oben ein und man braucht keine zusätzliche Hand, um diesen zu halten. Das ist zwar vielleicht kein Kaufkriterium, aber ich finde die Idee und Umsetzung trotzdem nett. Der Staubbehälter des Roboters wird nach jeder abgeschlossenen Reinigungsaufgabe abgesaugt. Ist dieser bereits während der Reinigung voll, so erkennt auch das der S7 leider nicht.
Er fährt also erst dann in die Station, wenn die anstehende Reinigung beendet wurde. In der App kann man die Absaugung aus 4 verschiedenen Stufen wählen. Die leichteste Absaugungsmethode eignet sich für kleine Wohnungen und saubere Umgebungen. Hier könnte es sein, dass etwas Reststaub in dem Behälter bleibt. Die stärkste Einstellung eignet sich dann für große Wohnräume. Soll das der Roboter selbst entscheiden, so gibt es die Einstellung Smart. Die Lautstärke des Roboters beträgt je nach Saugstufe etwa 60 bis 72 Dezibel. Nun werfen wir einen Blick auf die Navigation und Hinderniserkennung. Hierfür haben wir unseren Testraum mit Sägespänen verschmutzt, welchen der Roboter reinigen muss. Manche Roboter haben aufgrund deren Hinderniserkennung Probleme damit, unter den Schwingstühlen zu reinigen. Dem S7 Pro beeindruckt das aber ganz und gar nicht. Man sieht hier sehr deutlich, dass der Roboter zuerst die Kanten und den Bereich rund um die Möbelstücke säubert, bevor er sich den Weg zum mittleren Teil der Fläche annimmt. Dieses System entsteht dank der LiDAR-Sensortechnologie. Der Roborock scannt seine Umgebung ganz genau, um dann den effizientesten Reinigungsweg zu verwenden. Der Roborock S7 besitzt zwar einen Stoßdämpfer an seiner Front, sanft geht er aber trotzdem nicht mit unseren Möbelstücken um. Hier hat man deutlich gesehen, dass seine Kraft ausreicht, um einen der Schwingstühle zu verschieben. Um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen, haben wir übrigens 3 Saugdurchgänge eingestellt und er startet auch schon mit dem dritten. Dabei immer beginnend mit dem Randbereich. Mit seiner Größe würde er eigentlich auch unter den Stuhl hier links passen, aber irgendetwas scheint ihn da zu blockieren, sodass er nicht bis ganz in die Mitte gelangt. Der S7 konnte seine Arbeit nach knapp 25 Minuten beenden. Damit befindet er sich übrigens im Durchschnitt. In der App gibt es die Möglichkeit, verschiedene Sperrzonen zu erstellen. Während die Sperrfläche dem Roboter die Zufahrt eines kompletten Bereiches verwehrt, kann die unsichtbare Wand für die Versperrung eines ganzen Raumes verwendet werden. Hier sieht man noch einmal die verwendete Sperrfläche, die in der Größe variabel ist. Der Roboter säubert alles rundherum, aber sobald er sich zu der Sperrfläche begibt, kehrt er um. Wischfreizonen gibt es leider nicht. Mit den verschiedenen Einstellungen gibt es die Möglichkeit, dass der Roboter im Wischmodus Teppiche ignoriert oder sie komplett meidet oder das Wischtuch anhebt, sodass die Fläche nicht nass wird. Der Teppich wird bei dieser Einstellung dann nur gesaugt. Die weiche Oberfläche ist vor Nässe geschützt. Das funktioniert aber nur bei Teppichen mit niedrigem Floor. Begibt sich der S7 dann wieder zurück auf den Boden, klappt er sein Wischtuch wieder nach unten und der Wischvorgang kann weitergehen. Mit der automatischen Teppicherkennung erhöht der Roboter seine Saugleistung, sobald er sich auf einem Teppich befindet. Mal sehen, wie gut der Roboter mit den verschiedensten Hindernissen zurechtkommt. Der Türstopper wird als Objekt wahrgenommen und der Roboter versucht, ihn zu umfahren. Das gelingt ihm aber nicht kollisionsfrei. Hier kommt es erneut zu Berührungen mit dem Türstopper. Als nächstes wird der Fransenteppich angesteuert. Dieser verheddert sich sofort in der Hauptbodenbürste des Roboters. Das sorgt natürlich für Fortbewegungsprobleme. Der Roboter gibt aber sein Bestes, um den Teppich abzuschütteln. Das gelingt ihm jedoch nicht und zu guter Letzt wurde auch noch das am Boden liegende Ladekabel überfahren. Wir mussten den kleinen Alltagshelfer stoppen und ihn vom Teppich und dem Ladekabel befreien. Das Ganze ist Gott sei Dank schnell erledigt und der Roboter kann seine Reinigung wieder aufnehmen. Nach einem kurzen Orientierungscheck geht es auch schon weiter. Schwingstühle wurden auch hier wieder stark verschoben.
Mal sehen, wie gut der Roboter mit der Begegnung mit der Wasserflasche umgehen kann. Der S7 fährt einfach seinen Weg und ignoriert die Wasserflasche. Sie wird vom Roboter einfach zur Seite geschoben und zu guter Letzt hat er es sogar geschafft, die Wasserflasche umzustoßen. Empfindliche Objekte sollten vor jeder Reinigung entfernt werden. Auch unsere 4 Fake-Hundehäufchen wurden nicht wahrgenommen und einfach überfahren. Man kann sich gut vorstellen, wie es jetzt aussehen würde, wenn es sich um echte Hinterlassenschaften gehandelt hätte. Gott sei Dank sind unsere nur aus Plastik. Es ist sinnvoll, dass der kleine Haushaltshelfer kleine Hürden, wie zum Beispiel Türschwellen, selbstständig überwinden kann. Das haben wir mit verschieden starken Holzplatten getestet. 2,5 cm sind dem Roborock zu hoch. Um problemlos unter Möbelstücke reinigen zu können, benötigt man eine Höhe von mindestens 10 cm. Alles darunter kann der Roboter aufgrund seiner Höhe nämlich nicht erreichen. Wir dürfen auch beruhigt sagen, dass der Roborock S7 Pro Ultra nicht abstürzt. Seine Absturzsensoren sind verlässlich. Schauen wir uns nun seine Saugleistung genauer an. Für unseren Test haben wir 150 Gramm Kaffeebohnen, Leinsamen und Sand auf der Hartbodenfläche verteilt. Wie schon gewohnt, arbeitet er sich vom Randbereich bis in die Mitte. Das Ganze wird aufgrund der Einstellung unsererseits noch zweimal wiederholt. In dieser Zeit gelingt es dem Haushaltshelfer, stolze 97,73% aufzunehmen. Als nächstes verteilen wir verschieden lange Haare auf unserem Hartboden. Mal schauen, wie der Roborock-Roboter mit einer solchen Situation umgehen kann. Bereits im ersten Saugdurchgang konnte ein Großteil der Haare beseitigt werden. In den beiden anderen Durchgängen wurde dann noch der Rest aufgesaugt. Das Ergebnis: eine rundum saubere Fläche. Wir sind begeistert. Nach der Reinigung befinden sich noch ein paar Härchen auf dem Wischtuch und die längeren Haare haben sich um die Bodenbürste gewickelt. Dank der Möglichkeit, die Bürste in Einzelteile zu zerlegen, sind diese aber schnell beseitigt. Die weiche Silikonoberfläche sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Haare ganz einfach abziehen lassen. Katzenbesitzer kennen es, herumliegende Katzenstreu. Mit 50 Gramm Streu auf dem Boden testen wir das Können des S7. Bis auf die Ecken schafft es der Roboter ganz gut, die Streu zu beseitigen. Je mehr Durchgänge, desto sauberer die Fläche. Sobald sich der S7 dem Katzenklo nähert, verteilt er wieder etwas Streu auf der gesamten Bodenfläche. Diese saugt er aber danach direkt wieder ein. Das Resultat: es wurden 85,4% eingesaugt. Da sich Reststaub auf unserer Testfläche befindet, schicken wir den Roboter nun zum Wischen los. Auch hier werden wieder einige Körnchen durch die Gegend geschleudert, die der Roboter aber wieder aufnimmt. Die Fläche ist im Großen und Ganzen aber sauber. Seine Saugleistung von 5100 Pascal zahlt sich aus. Die Ergebnisse auf Hartboden können sich wirklich sehen lassen. Ganz egal, ob feiner Schmutz wie Sand oder gröbere Verunreinigungen wie in unserem Fall die Kaffeebohnen. Der S7 Pro saugt alles auf. Das einzige Manko ist die Eckenreinigung, aber damit ist der Roboter nicht alleine. Aufgrund der runden Form gelangt eigentlich kein Saugroboter bis ganz in die Ecken. Mal sehen, wie gut sich der S7 auf unseren Teppichen schlägt. Wir beginnen mit unserem verteilten Schmutzgemisch auf florlosem Teppich. Der grobe Schmutz hebt sich ab, der feine Schmutz kann sich aber in den Rillen des Teppichs gut verstecken. Hier ist also etwas Fingerspitzengefühl gefragt, dass der komplette Schmutz entfernt werden kann. Nach knapp 4 Minuten konnten 80,87% erreicht werden. Kommen wir nun zum Kurzflorteppich. Auch hier haben wir wieder 3 Reinigungsdurchgänge eingestellt, sodass der Roboter das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Hier gelingt es ihm nicht, den ganzen Schmutz aufzunehmen.
Es bleibt noch ein bisschen Rest auf unserer Testfläche liegen. Der Roborock S7 gehört mit seinem Ergebnis nicht zu den besten, ist aber auch nicht schlecht. Er hat ein Ergebnis von 89,6% erreicht. Als nächstes schauen wir, wie gut der Roboter mit unseren verteilten Haaren auf dem Kurzflatteppich zurechtkommt. Der Roboter beginnt mit seinem Saugdurchgang und nimmt gleich mal einige Haare auf. Das Wischtuch wurde zwar angehoben, aber es passiert dennoch, dass sich einige Haare darauf verfangen. Dieses Problem lässt sich ganz einfach verhindern, indem das Mikrofasertuch vorab entfernt wird. Das Ergebnis ist hervorragend und die Bürste lässt sich einfach säubern. Zu guter Letzt kommen wir zum Hochflorteppich. Das hohe Flor des Teppichs sorgt für Verwirrung und der S7 hat Fortbewegungsprobleme. Das Gerät denkt, dass sich hier überall Hindernisse befinden und fährt deshalb ständig im Kreis herum. Auch die Seitenbürste kann nicht ordnungsgerecht rotieren. Deshalb wird auch der Schmutz nicht zum Saugkanal befördert. Seine Navigation lässt hier wirklich zu wünschen übrig. Er lässt sogar einige Stellen komplett aus. Nach knapp 10 Minuten haben wir das ganze Prozedere gestoppt. Wie auch nicht anders zu erwarten, fällt auch das Ergebnis ernüchternd aus. Der S7 hat hier nur 60,47% erreicht. Auf Teppichboden gehört er nicht zu den besten, aber seine Saugleistung ist ausreichend für den Hausgebrauch. Unsere Verschmutzung auf dem Hochflorteppich war ihm aber dann doch zu viel. Hier hat seine Navigation den Geist aufgegeben. Wir haben ihn dann nochmal auf den Hochflorteppich ohne Verschmutzung gesetzt und hier hatte er dann keine Probleme mehr. Er bewegte sich zwar etwas langsamer fort als auf den anderen Untergrundarten, aber er konnte sein reguläres System beibehalten. An dieser Stelle müssen wir noch einmal erwähnen, dass solch extreme Verschmutzungen in einem Haushalt wohl kaum zu finden sind. Und wenn das nicht der Fall ist, kommt der S7 Pro auch gut mit hochflorigen Teppichen zurecht. Mit seinen Ergebnissen auf Teppichboden darf er sich hinter dem Roborock S7 Max V einreihen. Wir schauen uns jetzt die Wischleistung ein bisschen genauer an. Wir lassen unseren Testraum wischen. Hierfür wird zu Beginn der Wasserbehälter des Roboters befüllt und das Wischtuch angefeuchtet. Das Ganze funktioniert mit der Ultrastation. Danach legt er auch schon los und säubert unseren Raum mit gewohnter Systemnavigation. Für die gesamte Wischfunktion gibt es verschiedene Einstellungen. Man kann hier zum Beispiel die Wischintensität verstellen. Je intensiver gewischt werden soll, desto engere Bahnen werden gefahren. Zusätzlich lässt sich auch noch die Wasserabgabemenge variieren. Mit unserer vorgenommenen Einstellung begibt sich der S7 ca. alle 10 Minuten in seine Station, um das Wischtuch auszuwaschen. Das kann je nach Belieben erhöht werden. Ist das Wischtuch einmal gesättigt, kann es keinen Schmutz mehr aufnehmen und verteilt diesen auf der gesamten restlichen Bodenfläche. Das kann mit der Ultrastation nicht mehr passieren, da der aufgenommene Schmutz über die Wischtuchreinigung regelmäßig entfernt wird. Dieser Vorgang funktioniert ganz automatisch und dauert etwa 4 Minuten. Danach fährt der Roboter wieder los, um seine Reinigung fortzuführen. Roborock hat sich übrigens auch hier wieder um die Wischleistung bemüht und dem S7 die VibraRise-Technologie verpasst. Dabei handelt es sich um eine vibrierende Wischplatte, welche besonders gut Schmutz von der Bodenfläche entfernen soll. Nach rund 27 Minuten ist der Raum laut Roborock S7 fertig und sauber. Je nach eingestellter Wischintensität und Wischtuchreinigung kann das Ganze auch länger oder weniger lange dauern. Die niedrigste Wasserabgabemenge eignet sich hervorragend für empfindliche Böden wie zum Beispiel Parkett. Wir wagen den Härtetest und haben Kaffee und Saftflecken auf unserem Hartboden verteilt und eintrocknen lassen. Hierfür haben wir uns für die intensivste Reinigung via App entschieden.
Der Roboter fährt also seine S-Bahnen deutlich enger als bei der Standard-Wisch-Variante. So gelangt das Wischtuch mehrmals über die verteilten Flecken, sodass sie bestmöglich entfernt werden können. Nach 6 Minuten hat der S7 seine Reinigung beendet. Wir wischen mit einem feuchten Küchentuch nach, um zu sehen, welche Reste sich auf der Fläche befinden. Das Wischtuch ist bereit für eine Wäsche. Man sieht, wie gesättigt es ist. Nach der Selbstreinigung in der Ultrastation sieht das schon besser aus. Etwas Schmutz lässt sich zwar noch abtupfen, aber die Station ersetzt auch keine Waschmaschine. Wir sind gespannt, ob der S7 getrocknete Schuhabdrücke auf unserem Hartboden entfernen kann. Aufgrund der rauen Oberfläche haben wir die Wasserabgabemenge auf das Maximum gestellt. Eine der größten Schwierigkeiten unserer Roboter ist die Reinigung bis ganz an den Rand, zumindest wenn es um das Wischen geht. Das Wischtuch reicht nicht bis ganz an den Rand des Roboters und deshalb auch nicht bis ganz an den Rand unserer Testfläche. Abgesehen davon konnte der S7 aber hier ein gutes Ergebnis beweisen. Nach etwas über 7 Minuten hat er seine Arbeit beendet. Roborock setzt auch bei diesem Modell auf die bewährte VibraRise-Wischtechnologie. Hierbei handelt es sich um eine vibrierende Wischplatte, die auch besonders hartnäckige Flecken vom Boden lösen soll. Dieses System kennen wir bereits von seinen Vorgängermodellen und erzielt wirklich gute Ergebnisse. Somit ist das Wischen kein netter Nebeneffekt mehr, sondern wird gemeinsam mit dem Saugen zur Hauptaufgabe des Roboters. Da der S7 Pro nach einer gewissen selbst festgelegten Zeit zurück zur Station fährt, sein Wischtuch auswascht und dann mit sauberem Wischtuch die Reinigung wieder aufnimmt, ist er anderen Geräten, die eine solche Funktion nicht besitzen, haushoch überlegen. Denn so wird der Schmutz nicht verteilt, sobald das Wischtuch gesättigt ist, sondern auch wirklich vom Boden entfernt und in den Schmutzbehälter befördert. Möchte man die Wischfunktion nicht nutzen, so muss man den Roboter unbedingt in den reinen Saugmodus schicken. Im Saug- und Wischmodus wird nämlich permanent Wasser abgegeben und das auch, wenn das Mikrofasertuch gar nicht installiert ist. Da sich der Roboter bei jedem Reinigungsbeginn im Saug- und Wischmodus befindet, sollte man darauf unbedingt achten. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die App. Sobald man diese öffnet, sieht man die bereits gespeicherte Karte der Wohnfläche. Diese Karte kann man nach Belieben in Räumlichkeiten unterteilen. Diese Räumlichkeiten können dann auch noch benannt werden. Hierfür wählt man einen passenden Raumnamen aus der vorgegebenen Liste aus. Mit der Raumeinteilung wird das Ganze dann deutlich übersichtlicher. Wenn man dann noch Möbel hinzufügt, kommt man dem eigentlichen Wohnraum schon deutlich nahe. Damit das Ganze auch einen Sinn hat, kann man eine Reinigung rund um die Möbelstücke organisieren. Hierfür tippt man einfach auf das zu reinigende Möbelstück und grenzt den Bereich dann ein. Nur noch die Saugstufe und die Wischintensität einstellen und los geht's. Der Roboter säubert dann den Bereich rund um das Möbelstück und natürlich auch darunter. Mit den verschiedenen Einstellungen der Untergrundarten in der Karte können verschiedene automatische Reinigungen vom Roboter angepasst werden. So kann man zum Beispiel Holz- oder Fliesenboden einstellen oder auch verschiedene Teppichbereiche einzeichnen. Da es hier die Möglichkeit gibt, mehrere Etagen zu scannen und zu speichern, ist es sinnvoll, die verschiedenen Karten zu benennen. Um Karten zu erstellen, kann man entweder eine gesamte Reinigung durchführen oder eine schnelle Kartierung auswählen. Natürlich lässt sich die Saugstufe oder die Wischintensität individuell anpassen. Zusätzlich dazu gibt es noch verschiedene Wischrouten. Im reinen Saugmodus gibt es noch die maximale Saugstufe. Bei der individuellen Reinigung kann man die Saugstärke und Wischintensität für jeden Raum extra einstellen. An diese Einstellung hält sich der S7 Pro Ultra dann auch. So ist eine individuelle, passgenaue Reinigung für jeden Raum gegeben.
soll nur ein bestimmter Bereich gereinigt werden, so eignet sich die Zonenreinigung. Das Kästchen kann nach Belieben in der Größe variiert werden. Drückt man auf das Häuschen, kann man entscheiden, ob der Akku des Roboters geladen werden soll, der Staubbehälter entleert oder das Wischtuch gewaschen wird. Hier befindet sich die weitere Kartenerstellung. Mit einem Reinigungsplan befindet sich dann Komfort auf allerhöchstem Niveau. Mit der eingestellten Uhrzeit und den eingestellten Reinigungen macht der Roborock S7 Pro dann seine Reinigungen ganz automatisch. Die verschiedenen Einstellungen für Teppichboden lassen sich hier natürlich auch vornehmen. Was die verschiedenen Möglichkeiten bedeuten, habe ich vorhin schon ein bisschen genauer erklärt. Hier gibt es die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für die Dockingstation, also die Ultrastation, vorzunehmen. Ganz egal, ob es hier ums Wischen oder Saugen geht. Mit Pin & Go kann man den Roboter an einen bestimmten Ort locken und mit der Fernsteuerung ist das manuelle Lenken möglich. Kommen wir nun zum allgemeinen Fazit. Grob gesagt hat der S7 Pro Ultra fast alles, was man sich nur wünschen kann. Das Einzige, was uns persönlich fehlt, ist die Erstellung einer wischfreien Zone. Mit der automatischen Teppicherkennung kommt man aber auch ganz gut ohne zurecht. Hierfür gibt es verschiedene Einstellungen in der App und die Teppicherkennung klappt wirklich wunderbar. Das größte Plus an dem Ganzen ist natürlich die Ultrastation, denn hier wird nicht nur der Schmutz des Roboters abgesaugt, sondern auch das Wischtuch gewaschen und der Wassertank stets befüllt. Seine Features und Funktionen lassen sich natürlich auch am Preis sehen. Mit über 1000 Euro gehört der S7 Pro Ultra definitiv nicht zur unteren Preiskategorie. Noch teurer ist aber der Roborock S7 Max V Ultra, der beispielsweise mit seiner künstlichen Intelligenz und der besonderen Hindernisvermeidung noch mehr Funktionen zu bieten hat. Wer nicht bereit ist, derartig viel Geld für einen Saugwischroboter auszugeben und getrost auf so manche Funktionen verzichten kann, wäre auch mit dem Roborock Q7 sehr gut beraten. Wer aber wirklich viel Wert auf das Maximum an Technik legt, muss damit rechnen, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Mit diesem Video konnten wir dir hoffentlich einen guten Gesamteinblick zum Roborock S7 Pro Ultra vermitteln. Hoffentlich haben wir damit deine Kaufentscheidung etwas leichter gemacht. Falls du irgendwelche Fragen hast, dann schreib es uns gerne in die Kommentare. In welchen Shops dieser Roboter erhältlich ist, haben wir dir in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich würden wir uns auch noch über einen Daumen nach oben freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal!